Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3 auf der Suche nach Kram für den Druidenlehrer. Oder was auch immer der komische, miesgelaunte Typ da ist. Was muss ich hier suchen? Suche mit Hilfe der Hexersinne im Wald nach Gauchheil. Ja, könnte sein, dass das da vorne ist, aber da turnt viel Kram hier rum. Naja. Pollen auf den Blättern. Sie wurden vor kurzem gepflückt. Aha. Ah, noch jemand, der nach Gauchheil sucht. Noch jemand? Grimis hat schon viele junge Druiden in den Wald geschickt. Sie kehren ausgelaugt mit leerem Blick zurück. Und ohne Blume. Sie erzählen nie, was passiert ist. Ich bat Grimis, mit dem Schwachsinn aufzuhören, aber er lachte mich aus. Jetzt ist Schluss mit lustig. Einer unserer Novizen, Ramond, ist nicht zurückgekehrt. Ich muss ihn finden. Lebendig oder tot. Wer ist denn das überhaupt? Quatscht er mich hier von der Seite an und ich kenne den Typ nicht. Was weißt du über diesen Wald? Kaum was. Ist das nicht lustig? Ein Druide sollte jeden Baum kennen, jeden Busch. Aber selbst wir wissen, dass wir manche Orte auf der Insel nicht aufsuchen sollten. Wir können Tiere zähmen, aber keine Monster. Und hier soll sich eines eingenistet haben. Ein Waldschrat? Ein Axibrun? Leider weiß ich's nicht. Wie gesagt, wer den Wald betreten hat, erzählt nicht, wen oder was sie gesehen haben. Hilft mir nicht weiter, aber okay, dann gehen wir mal zusammen. Hör zu, du suchst nach einem Druiden, ich nach einer Blume. Lass uns zusammengehen. Warum nicht? Ich kann die Hilfe eines Fährtenlesers gebrauchen. Geh voraus. Blume, keine Blütenblätter. Ja, ja, Fährtenleser und so weiter. So, was ist das hier? Halt! Hufabdrücke, aber die eines Zweibeiners. Aha. Okay. Upp, das wollte ich nicht. So. Da erstmal wieder die Finger hier entknoten und die richtigen Tasten drücken. Blume. Keine Blütenblätter. Ja. Sonst noch hier irgendwas? Da unten. Sonst können wir mit den Hufabdrücken hier auch nichts anfangen, oder? Okay, die gehen hier weiter. Dass hier so viele Wölfe knurren, finde ich nicht gut. Und darunter. Wo ist denn mein Herr Druide hin? Ach, der steht dann an mir. Okay. Hab ihn nur gerade auf der Minimap irgendwie vermisst. Schöckraut. Hier waren auch Blumen, aber sie sind gepflückt worden. Jede einzelne. Moment. Ah, geht's weiter? Da. Ist der hier rumgesprungen? Haben... den Alten hier in Ruhe. So. Obwohl, der kann sich anscheinend auch ganz gut selber helfen. Jetzt haben sie mich hier aber ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Naja, gut, auf
der Minimap wird es ja immer noch verzeichnet, wo ich hin muss. Ja. Nehmen wir den noch mit. Okay, da unten sind noch ein paar Wölfe, aber die sind mir jetzt gerade egal. Fußspuren. Einige sind frisch, andere undeutlich. Alle führen in dieselbe Richtung. Ja, ist aber hier ziemliches Gewusel an Fußabdrücken. Führen alle hier hoch, Moment, aber... Wo sind denn die Hufe dann hin? Verstehe ich nicht. Die hören da einfach mal auf. Gut, dann folgen wir den Dingern hier. Nein! Nein! Aufhören, bitte! Was? Was? Hä? Wie jetzt? Hör auf! Das kitzelt! Das Spiel können noch zwei spielen, du geiles Ziegenweib! Lass ihn los, Höllenkreatur! Ramund! Geh weg von ihr! Beruhige dich! Mir fehlt nichts! Ich bin hier um... Du weißt nicht, was du da sagst. Sie hat dich verzaubert. Unsinn! Ich brauche keinen Zauber. Diese Jungs kommen von alleine her. Ich muss Magie anwenden, damit sie nach Hause gehen. Nur Ramund war nett, also durfte er bleiben. Ich glaube deinen Lügen nicht. Ich werde deiner Betörung widerstehen. Ich töte dich jetzt und hier, Monster. Ich sehe keinen Grund, sie zu töten. Sie ist ein Monster, ja, aber ein einfühlsames, harmloses. Das kann nicht sein. Es gibt ja auch kein trockenes Wasser und kaltes Feuer. Aber wenn du nicht hilfst, kümmere ich mich um sie. Davon würde ich dir abraten. Ich komme wieder. Mit jemandem, der sein Schwert nicht nur zur Zierde trägt. Na, sowas aber... Warum hast du dich auf meine Seite gestellt? Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Ich paare mich nicht mit Hexern. Schon gar nicht aus Dankbarkeit. Ja, lass stecken. Warum nicht? Fragen wir mal. Warum nicht, sag? Sind es die Narben? Ich mag es nicht, wenn Männer nach Blut riechen. Ihr Hexer riecht immer danach. Biesblut, Chordblut. Das sind meine Brüder. Du hast recht, aber im Gegensatz zu Biesen und Chorten hast du... üppige Titten und ein hübsches Gesicht. Ich weiß, das haben die nicht. Ist es deshalb leicht, sie zu töten? Es ist schon ein wenig komplizierter, aber egal. Nein heißt nein. Schon verstanden. Ich habe eine andere Idee, wie du mich entlohnen kannst. Ich suche Gauchheil. Du kennst den Wald. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich werde dich selbst hinbringen. Und du, Ramund, pflückst noch ein paar Veilchen. Nur die indigofarbenen diesmal. Indigo? Du meinst blau? Nee, Indigo. Nein, Indigo ist Indigo. Ja. Ach, Männer. Ja, wir kennen halt nur die Grundfarben. Wozu brauchst du die ganzen Blumen? Neugierig, was? Warte ab, dann siehst du's. Okay. Dann folgen wir ihr mal. So, ja. Jetzt muss ich euch jetzt hier nicht in irgendeine Falle reinlocken. Mein Gott. Naja. Wenn du mich deinem großen Bruder vorstellen willst, ich kann dir auch meine Telefonnummer geben oder so. Muss ja jetzt hier nicht direkt... Hübsch, hier nicht wahr? Glockenblumen, Veilchen, Butterblumen, Gauchheil. Fehlt nur noch Edelweiß. Ach, da hängen überall Blumen, okay. Nimm dir eine, aber nicht mehr. Es war harte Arbeit, diese Höhle gemütlich zu gestalten. Ja, wo kann ich denn hier nehmen? Da. Okay, haben wir das. Können wir nochmal mit ihr reden? Dass sie ein bisschen auf sich aufpasst? Nö, anscheinend nicht. Na gut, dann tschüss. Kann ja sonst nichts übersehen hier. Nö. Okay.
Mach mir dann doch ein bisschen Sorgen, dass dann hier der andere Herr Druide hier auftaucht. Plätze! Genau. Ja, schieb mich einfach noch irgendwo hin. Wo als nächstes? Da, wo ich markiert hatte? Nee, immer noch woanders. Da runter. Schneller! Ach so, das ist er hier, der... Los, Fall. Los! Der Pflücker. So, dann da. Geht ein bisschen querfeld ein. Aber ich muss hier, glaube ich, auf die andere Seite vom Berg. Kann das sein? Ich hoffe, der Weg führt irgendwie jetzt durch. Ja, den tut er. Wunderbar. Das wäre sonst ein weiter Umweg gewesen, hier wieder irgendwelches Gebirge zu umreiten. Hey, hier hört die Straße auf, das ist nicht gut. Plätze, komm. Na komm, hier hoch. Hey! Ja. Okay, wart mal kurz. Ein Aalgul. Aha. So. Ist ja noch einer. Ja, ja, sind die am blöden Stacheln da. Aua! Mist. Mit ihrem Blödsinn da aufhören. Okay, das hat jetzt nicht geholfen. Geralt springt aber auch heute wieder irgendwie ganz bescheuert in der Gegend rum. Mach sie fertig, Plötze! Ja, das hilft nicht. Ich krieg die hier nicht klein. Ja, geht noch nicht. Das hilft nicht. Eigentlich habe ich ja gedacht, dass hier das A, dass das Wegblasen irgendwie hilft. Aber das funktioniert nicht. Okay, die verpfeifen sich jetzt. Ja.
Deswegen, weil die halt auch einem selber dann irgendwie Schaden zufügen, wenn man sie halt vermöbelt. Ja, ist ja gut. Wir können ja jetzt hier wieder... Laufplätze! Ein bisschen weiter. Zumindest mal hier hoch, damit du nicht hier so irgendwie so krumm stehen musst. Aber was da oben drauf ist, will ich trotzdem wissen. Wenn wir das hier schon so komisch freigeräumt haben. Gar nichts? Doch. Volles Hemd. Komisches Erz. Was liegt hier? Rohes Fleisch. Irgendwo ist auch noch was. Irgendwo grunzt ein Monster, aber ich weiß nicht wo. Es klingt irgendwie, als wäre es unter uns oder sonst irgendwie. Ja, was das hier ist, keine Ahnung. Ja, obwohl, warte mal, Plätze. Ich gehe den Rest zu Fuß. Da, wo wir hin müssen, ist ja hier irgendwo. Brennerei. Okay. Achso, das ist nur der Schnellreisepunkt. Okay. Wer bastelt denn hier bitte schön eine Brennerei hin? Oh. Was auch immer du bist. Der Atem ist hochentzündlich. Aha. Ha! Daneben. Zyklop macht mir keinen Ärger mehr. Jetzt kann ich mich in Ruhe umsehen. Ja, okay, dann sieh dich mal hier um. Zwergenschnaps. Was haben wir hier? Irgendwelche Hebel. Bevor wir irgendwelche Hebel ziehen, machen wir irgendwelchen anderen Blödsinn. Bier. Können wir erstmal das hier in Augenschein nehmen? Nö, natürlich nicht. Wieso auch? Wieso sollten wir hier irgendwelche komischen Sachen näher betrachten? Da kommen wir auch aber noch hoch und da ist auch noch was. Wie komme ich da oben rein? Destillierrezepte. Das Pergament ist etwas ausgeblichen, aber lesbar. Brief des Brenners. Aha. Sonst noch was? Da. Und ein Tagebuch. Na gut, dann würde ich sagen, ich mache dann hier an der Stelle Schluss für die Folge und dann lese ich den Brief und das Tagebuch in der nächsten Folge und mache, was immer ich hier auch machen soll. Bis dahin!